Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von KenFM im Gespräch. Unser heutiger Gast, Rolf Hochhuth. Herr Hochhuth, ich grüße Sie. Danke Ihnen für die Einladung. Danke. Sie haben ein Buch herausgebracht in diesem Jahr. Nicht ein Buch, Sie haben mehrere Bücher herausgebracht, aber das ist das Buch, über das wir reden wollen, nämlich Ausstieg aus der NATO oder Finis Germaniae. Ich halte es mal hier ins Bild. Und der Titel, also Ausstieg aus der NATO, ist ja schon provokativ, wie Sie ja auch ein provokativer Typ sind. Jemand, der das schon mal gefordert hat und auf den dann drei Anschläge verübt wurden, das war ja Charles de Gaulle. Ja, und sein Nachfolger ist ja wieder in die NATO zurückgekehrt. Offenbar hat doch eben das Weiße Haus eine so furchtbare Macht über unseren Kontinent. Mich hat erstaunt, dass neulich immerhin ein Minister, Herr Schäuble, endlich mal Klartext gesprochen hat und gesagt, die BRD ist kein souveräner Staat. Ich habe mich über diese Ehrlichkeit sehr gefreut. Wir haben auch keinen Friedensvertrag. Stört Sie das? Nein, man dachte ja, durch den Schuldenschnitt, die Wiederaufbauhilfe, den Marshallplan, alles vorbildliche Taten Amerikas, an der Spitze natürlich die Luftbrücke zur Rettung Westberlins vor Stalin, die machen einen weiteren Friedensvertrag, eine freundliche Absprache mit diesen mit dieser Macht jenseits des Kontinents überhaupt nicht mehr nötig. Aber jetzt stellt sich natürlich raus, wenn man uns bis 2019 40 Langstreckenraketen südlich von Frankfurt nach Büschel stellen will und wenn dann am 5. Dezember Herr Putin so furchtbar reagiert, dass er sagt, er ist der erste Staatsmann, der seit Hiroshima und Nagasaki mit Atomwaffen droht. Aber er muss es ja. Denn wie kann die Bundesrepublik, wie kann überhaupt Europa zulassen, dass eine transatlantische Macht, die zwischen sich und dem Gegner immer einen Ozean hatte, ob es der Pazifik war oder der Atlantik, dass sie uns 40 Atomraketen Ziel Russland ins Haus stellt. Das führt zu Finis Germaniae. Der Kaiser hatte einen bedeutenden Zivilisten zum Reichskanzler gemacht, Bethmann Hollweg. Und als 1916 durch den uneingeschränkten U-Boot-Krieg plötzlich fingen die Deutschen an, auch amerikanische Schiffe zu versenken, wenn die Waffen an Bord hatten. Ja. Da sagte dieser ältere Herr, das wird Finis Germaniae. Deshalb habe ich diesen Titel genommen. Wenn wir nicht schaffen, dass die verschwinden von deutschen Booten, dann verschwindet der deutsche Boden. Wir wissen ja, dass im Verteidigungsministerium langjährige CDU-Abgeordnete, ich erinnere an den Staatssekretär Wimmer, dass der ein Buch schon darüber geschrieben hat, der ist jetzt pensioniert, das heißt, er ist ein freier Mann. Natürlich ist er ein Beamter, er ist ein freier Mann, wenn er pensioniert ist. Und hat die Wahrheit, ich hätte jetzt beinahe gesagt, an den Tag gebracht. Das ist ihm aber nicht geglückt. Ich habe den Bösartigen aber leider ganz sachlichen Aphorismus geschrieben. Diktatur, Einheitspartei, Demokratie, Einheitspresse. Der Wimmer konnte das gar nicht annähernd der Bedeutung entsprechend in deutschen Zeitungen, geschweige denn im deutschen Fernsehen, platzieren. Sie sind der erste Mensch des Fernsehens, der mich zu einem solchen Buch mal einlädt, etwas zu sagen. Warum ist das so? Weil unsere Demokratie ohne Mut zur Wahrheit ist, wenn sie aneckt damit. Herr Hochhuth, Sie sind ja jemand, der sein ganzes Leben lang auch ein Provokateur war. Sie sind der berühmteste noch lebende Theaterkritiker, Essayist. Und spätestens seit dem Stellvertreter haben Sie Weltruhm. Wir alle kennen die Verfilmung natürlich. Wir kennen viele von unseren jungen Zuschauern. Na, mit dem Weltruhm, das ist nun lange vorbei. Es stimmt ja unbedingt, was der Wilhelm Busch
überhaupt nicht komisch, sondern vollkommen kühl, diagnostisch gesagt hat, der Ruhm wie alle Schwindelware hält höchstens 25 Jahre. Ja. Ich war 25 Jahre, ja, viel gespielt in vielen Ländern. Ja. Aber das ist jetzt sehr zurückgegangen. Ja. Nur das Ausland hält mir die Treue. Ja. Neulich kamen aus Paris und Brüssel und aus Mailand und aus London erhebliche Tantiemen für mein Stück Soldaten. Ja. Sommer 14. Ja. Ich habe natürlich zum 100. Geburtstag von 1914 gedacht, auch eine deutsche Bühne spielt dieses Stück mal. Ja. Das ist ein Auftragswerk von Peymann. Ist natürlich 35 Jahre alt. Ich ging mal durch Wien. Da war er Chef des Burgtheaters. Da sah ich an einem Gesims, das Burgtheater wird in 20 Monaten 100. Schrieb ich ihm eine Postkarte. Ich will jetzt ein Stück schreiben über die Vorgeschichte des Ersten Weltkrieges. Das ist die Epoche, die mich am meisten interessiert. Übrigens jetzt auch wieder ein Weltthema. Ein Kanadier oder Australier hat ein Buch geschrieben, Die Schlafwandler. Ja, Clark. Clark, wo er nachweist, die Führenden um 1914 wussten überhaupt nicht, wie die Völker, was sie gegeneinander haben, warum sie marschieren. Der Kaiser, Vetter ersten Grades vom König von England, Vetter zweiten Grades des Zaren. Keiner wollte vom anderen ein Dorf erobern. Sie waren durch Reichtum und allzu langen Frieden so gelangweilt, dass der Krieg ihre einzige seelische Rettung war. Mhm. Beim Shakespeare steht in seinem Stück über den Trojanischen Krieg, allzu langer Friede führt zum Streit. Ein Jahr bevor, 1913, gibt es berühmte Fotos, wie alle Fürsten Europas vor dem Brandenburger Tor versammelt sind zur Hochzeit der einzigen Tochter des Kaisers. Plötzlich war das da. Und jetzt ist es ähnlich. 1939 war es ganz anders. Golo Mann sagt, der Krieg war nicht zu vermeiden, wenn Hitler nicht zu ermorden war. Denn er hatte den Krieg im Leibe. Und er war der ehrlichste aller Massenmörder. Er hat ja schon mit 24 Jahren in oder 34 Jahre mit in Mein Kampf. Angedeutet. Nicht angedeutet, ausgesprochen. Der Satz, hätte man mal im Ersten Weltkrieg einige 10.000 dieser Hebräer unter Giftgas gesetzt, wörtlich dazu zu sagen, es gab kein einziges Kabinett in Europa 1914, in dem ein Jude war. Kein Jude in Europa hatte Kabinettsrang. Und dann steht ganz klar drin, die Deutschen brauchen Lebensraum im Osten. Unser Ziel muss sein, die Ukraine zu erobern. Aber wer nimmt denn Bücher ernst? Jetzt sind wir, sage ich mal, wieder in der Ukraine. Ja, das ist entsetzlich. Wir hatten doch einen wirklich sehr bedeutenden Mann, der neulich gestorben ist, der Altkanzler Schmidt. Was war sein letztes Wort? 3-4 Monate vor seinem Tod, hört endlich auf, wörtlich, mit dem Unfug der Sanktionen, denn weder die Krim noch die Ukraine waren jemals selbstständige Staatswesen. Herr Hochhuth, warum wird so jemand wie Schmidt immer nur dann gehört, wenn es in den Kram passt, weil er ja auch ein Atlantiker war? Warum wird so eine Mahnung, warum wird die nicht gehört? Warum fällt die unter den Tisch? Ja, da haben Sie schon meinen Aphorismus. Wir haben eine Einheitspresse. Ich habe das über die Süddeutsche, an die Welt. In der Welt durfte ich noch schreiben, ich war schon 2 Jahre her, wörtlich. Was geht uns Deutsche die Krim an? Aber der FAZ, in der ich natürlich früher auch schreiben konnte, ich habe noch vor 2 Jahren auf Seite 2 der FAZ einen offenen Brief, wurde abgedruckt an Frau Merkel, Asyl für Snowden. Ich sagte, wir Deutschen sind ganz besonders verpflichtet, politischen Emigranten Asyl zu geben. Denn wenn 1933 nicht große Teile der deutschen Elite Asyl gegeben hätten, vor allen Dingen auch intellektuellen Juden, berühmten Juden, aber auch unberühmten,
dann wäre die Katastrophe für die Verfolgten natürlich noch eine viel größere gewesen. Frau Merkel hat natürlich nicht geantwortet, aber hat sicher gelesen. Aber das wollte ich ja nicht sagen, sondern es konnte noch auf Seite 2 der FAZ erscheinen, dieser offene Brief. Heute undenkbar. Ich habe keine Erklärung dafür. Na, vielleicht ist die Erklärung, dass die Meinungskontrolle aus Übersee inzwischen so flächendeckend ist, dass man Störenfriede wie Sie, die ja beachtet werden, dass man sie nicht dadurch muss. Man kann nur beachtet werden, wenn man sein Zeug veröffentlichen kann. Genau. Der Schriftsteller lebt genau wie der Politiker, allein von der Öffentlichkeit. Ich zitiere Sie mal, wer Kunst macht, braucht Freiheit, muss folglich auch politisch dafür kämpfen. Wo sind denn die Künstler, die politisch dafür kämpfen? Ich nehme an, es gibt mehr, als man denkt, auch sie resignieren, weil sie, was sie schreiben, mittels Oppositionelles, nicht in Zeitungen, schon gar nicht im Fernsehen, platzieren können. Mhm. Das nehme ich an. Mhm. Gucken Sie noch öffentlich-rechtliches Fernsehen? Ja, natürlich. Ich informiere mich, ich schlafe jeden Abend davor ein. Aber das liegt nicht am Fernsehen, sondern an der Tatsache, dass ich 85 bin. Man wird jeden Monat ein Vierteljahr älter, wenn man 85 ist. Aber ich habe trotzdem noch zum Geburtstag 3 Bücher veröffentlicht, kriegt. Ja. Man veröffentlicht ja seine Bücher nicht selber, man muss ja die Verlage haben. Ja. Worauf ich hinaus möchte ist, Sie sind ja jemand, der sich immer als Dramatiker und Theatermann politisch betätigt hat. Es gibt ja auch Leute, die das nicht machen, die machen einfach Entertainment, sage ich jetzt mal. Sie haben immer auch die Konfrontation mit den Mächtigen gesucht oder aber auch den einfachen Bürger dahingehend provoziert zu fragen, wo seid ihr? Ja. So, wenn Sie noch vor dem Fernseher auch einschlafen, das heißt, Sie beschäftigen sich ja mit Politik. Sie haben vorhin gesagt, 100 Jahre Frieden zum Beispiel, wenn Sie sehen, 2014, ist langweilig. Ist das so, dass den Deutschen langweilig ist, dass die wieder ein bisschen Konflikt brauchen? Nein, oder sind sie zu doof? Nein, die Deutschen werden diesmal ganz fraglos gegen ihren Willen und Wunsch in diesen Krieg hineingezerrt. Gegen Russland? Gegen Russland. Es ist offenbar einer transatlantischen Macht gar nicht bewusst, kann ihr wahrscheinlich von ihrem Dasein gar nicht bewusst sein, in welcher ungeheuren Gefahr doch wir Deutschen als Nachbarn der Russen sind. Wir haben ja nur noch zweimal, und das sollte doch immer mitgedacht werden, in nur 26 Jahren die Krim besetzt. Es ist doch dem Wilhelm als dem einzigen Menschen der Weltgeschichte geglückt, Russland zu besiegen. Der Kaiser hat Russland besiegt, auch durch die geniale List, dass er den Lenin in einem plombierten Eisenbahnzug aus der Emigration in Zürich nach Petersburg einschleuste. Der hat dann, die kaiserliche Armee hat der russischen Armee den Rest gegeben, aber besiegt war Russland natürlich erst, als Lenin die Revolution ausrief. Und das sollte uns doch sehr zurückhalten, uns nun jetzt wieder, und zwar von den Amerikanern, einspannen zu lassen, nicht nur als ihr Kanonenfutter, wir sind das stärkste Kontingent in der NATO, sondern auch als der Kriegsplatz. Und wir sind ja nun von alleroberster Stelle, eben schon gesagt, 2015 gewarnt worden. Herr Putin hat gesagt, öffentlich immerhin gesagt, in der Duma, er hat es nicht persönlich gesagt, sondern durch einen Abgeordneten der Duma, diesmal soll man sich nicht einbilden, dass nur die NATO-Staaten mit Russland in einen Krieg verwickelt werden, wenn diese idiotischen Sanktionen nicht beendet werden, sondern dass nicht nur Berlin und Washington, allein diese beiden Städte, hat er genannt. Aber wenn Sie sich dann fragen, warum sagt das Kabinett nicht eine Zeile zu dieser ungeheuerlichen Drohung? Keine Zeile. Aber Sie haben und die deutschen Zeitungen bringen das so auf 2 Zeilen irgendwann mal und nie wieder. Aber haben Sie Verständnis? Aber es hat per Putin gesagt. Ja. Aber haben Sie dafür Verständnis, dass Putin, ist das eine Aktion oder ist das eine Reaktion? Das ist absolut eine Reaktion gegen diese sogenannten Sanktionen, nur weil er seine patriotische Pflicht erfüllt,
Russland sich nicht zersplittern zu lassen. Man muss sich mal vorstellen, wie wir ihn auch betrogen haben. Übrigens, ich sage hier ungefähr wörtlich dasselbe, was nun Theo Sommer in der Zeit geschrieben hat. Die Pausenlo, er spricht für den Pausenlo, sind Demütigungen Russlands nach dem Zerfall der Sowjetunion, Theo Sommer in der Zeit. Man muss sich mal vorstellen, Putin gibt das Baltikum frei zum Eintritt in die EU. Es tritt aber in die NATO ein. Und natürlich wird dasselbe mit der Ukraine geschehen. Das kann Russland nicht hinnehmen. Es gibt 192 Staaten. In 118 haben die Amerikaner Militärstützpunkte. Ja. Sie machen, das steht auch in meinem Buch, sie machen 100 Meter, nicht Kilometer, 100 Meter vor der russischen Grenze eine NATO-Truppenparade in Narva in Estland. Das ist so, als würden die Russen eine Flottenparade zwischen Kuba und New York veranstalten. Frau Merkel, man muss sie sehr hoch dafür schätzen, hat immerhin noch verhindern können, dass das deutsche NATO-Kontingent mitparadiert hat. Aber sie konnte schon nicht mehr verhindern, dass kürzlich bei dem Flottenmanöver der NATO vor der Krim, warum macht die NATO ihr Flottenmanöver nicht bei Gibraltar? Nein, vor der Krim. Ja, da konnte Frau Merkel schon nicht mehr verhindern, dass ein deutscher Versorgungsdampfer mitfuhr. Herr Hochhuth, es gibt die Memoiren von Henry Kissinger, der hat ja angedeutet, beim nächsten großen Knall im Dritten Weltkrieg wird Deutschland weggemacht. Ja. Er sprach aber hier von Nuklearwaffen. Und ich glaube, das hat, um hier mal Einstein zu zitieren, Einstein hat ja gesagt, die Atombombe hat alles verändert, außer das menschliche Denken. Ja, es ist vor allen Dingen auch, das wird gar nicht bewusst, ne? Man hat auch den Bundeskanzler Adenauer zeitlebens darüber im Unklaren gelassen. Er hatte keine Ahnung davon, dass es ein Geheimabkommen gibt zwischen den Siegermächten über Hitler, also zwischen Franzosen, Briten, Russen und Amerikanern. Sollte der Kalte in einen heißen Krieg ausarten, wird garantiert bei den Siegermächten von 1945 keine Fensterscheibe kaputt gehen. Es wird überhaupt nichts passieren. Es wird lediglich Germany verschwinden aus der Welt. Eine Ruchlosigkeit ohne Beispiel. Ich bin überzeugt, dass Herr Kohl, wir haben das ja, das ist nicht jetzt eine erfundene Geschichte, das ist ja dokumentiert in dem bedeutenden Werk von dem Staatssekretär, CDU-Staatssekretär Wimmer. Wiederkehr der Hasardeure. Er kriegt als Staatssekretär des Verteidigungsministeriums mit, natürlich, dass ein deutscher NATO-General gerade damit beschäftigt ist, ein Planspiel durchzuexerzieren, wie er Dresden und Potsdam atomar wegmacht. Wimmer ist vollkommen außer sich und rennt zu Kanzler Kohl. Kohl vollkommen ahnungslos, kriegt einen Schreikrampf, hört sofort auf mit dem Unsinn. Es wurde auch aufgehört. Aber es hat sich nichts in der NATO-Befehlszentralstelle geändert. Ich habe auch dann in dem Buch geschrieben und das auch in einem weiter offenen Brief an die Frau Bundeskanzlerin, wo ich das zitiert habe, das Wimmer-Buch, und habe gesagt, ist denn jetzt wenigstens die Garantie da, dass das Kabinett, die deutsche Regierung, unterrichtet wird, wenn auf deutschem Boden solche Ungeheuerlichkeiten durchgespielt werden? Nein, das ist nicht der Fall. Ich habe Sie zu Hause besucht im Vorgespräch. Sie wohnen ja sehr zentral zwischen Adlon und wenn man aus Ihrem Arbeitszimmer schaut, ist es ja voll mit Büchern. Sie arbeiten ja jeden Tag, meistens auch nachts, bei Wodka und Knäckebrot. Nee, nachts niemals. Nein. Dann schaut man auf das Holocaust-Denkmal, wird also ständig an deutsche Geschichte erinnert und auch was draus werden kann, wenn man nicht früh genug aufsteht. Sind Sie, weil Sie auch von Snowden gesprochen haben und dann sind wir bei Rammstein, dass von deutschem Boden nicht nur Kriege ausgehen, sondern sie werden organisiert. Ja. Sind Sie von... Und zwar nicht von Deutschen. Aber die Deutschen machen nur mit. Eben. Auf Befehl des Pentagons. Sind Sie nicht, mit Ihrer Historie, Sie waren ja 14, als der Krieg zu Ende war, sind Sie nicht von der deutschen Haltung enttäuscht? Also man ist scheint... Ich bin entsetzt darüber. Glaube aber tatsächlich,
dass ich habe die Reaktion von Herrn Kohl auf die Mitteilung von Herrn Wimmer eben zitiert. Ich bin überzeugt, dass Frau Merkel in genau derselben Zwangslage ist. Und als General de Gaulle riskiert hat, Frankreich aus der NATO herauszunehmen, sind drei, nach anderer Version, vier oder fünf Attentate auf ihn gemacht worden. Er hat sie überlebt. Er hatte eben einen Schutzengel. Aber er war der letzte bedeutende Europäer, weil er eben im Hitlerkrieg noch zu den großen vier, es wird immer von den großen drei geredet, Churchill, Stalin, Roosevelt, aber die Franzosen, ja, die hatten schlechte Karten, weil es dem Hitler geglückt ist, sie in sechs Wochen im Mai 1940 zu überrennen und bis an den Kanal zu marschieren. Aber immerhin, de Gaulle hatte fertiggebracht, als Führer der Franzosen in der Londoner Exilregierung immerhin mitzureden. Und dann hat er das riskiert, aus der NATO auszureden, weil dieser große Mann, der übrigens auch ein glanzvoller Schriftsteller war, ebenso wie auch Churchill, Nobelpreisträger der Literatur, ein glanzvoller Autor war, der hatte noch das Gewicht, noch die Bedeutung aus dem Zweiten Weltkrieg, die dann kein Europäer mehr hatte, auszutreten aus der NATO. Und ich bin ganz überzeugt, die Bundesregierung würde das auch tun, wenn sie es könnte. Der ist ja kein Feind mehr da. Sie müssen sich vorstellen, wir sind ja aufgezogen worden. Ich war also am 1. April 45, 14 und bin natürlich im Geist der Bundesrepublik aufgezogen worden. Ich habe die Ostzone zeitlebens ungeheuer gehasst, weil 1500 Meter vor meinem Großelternhaus der Eiserne Vorhang fiel. Ja. Die Mitschüler aus dem katholischen Thüringen, aus dem Eichsfeld oder so, konnten nicht mehr ins Eschwege Gymnasium kommen. Wo Sie zur Schule gingen? Wo ich ja, eine Zeit lang zur Schule ging. Ich kam nicht bis zum Abitur. Also wir hatten immer Angst vor der dann später als DDR beschönigten Ostzone, ein Staat, der eine Mauer errichten muss und Leute durchschießt, die wegfahren wollen, ist für mich kein Staat, sondern ist eben eine Besatzungszone. Aber ich will auch nicht als verwöhnter BRD-Mensch, der im Glück aufgewachsen ist, natürlich auf die Politiker in der, sagen wir doch, DDR herabblicken. Die hatten eben immer den Kreml im Genick. Und wir, die uns wohlgesonnenen, sehr wohlgesonnenen Amerikaner, also man kann den Politikern der Ostzone überhaupt keinen Vorwurf machen. Die hatten es natürlich unverhältnismäßig viel schwerer als wir Wessis. Sie wurden ausgebeutet wirtschaftlich bis aufs Blut. Wir bekamen den Marshallplan. Also wir müssen auch als Wessis ein bisschen die Schnauze halten. Aber immerhin, wir müssen doch jetzt nun, wo der Kreml in Gestalt von Gorbatschow Osteuropa befreit, speziell den Deutschen, ihre Wiedervereinigung geschenkt hat. Übrigens geschenkt. Geschenkt. Gegen das Ehrenwort des Bundeskanzlers, dass die NATO, wenn wir Deutsche uns vereinigen dürfen, keinen Meter nach Osten vorrückt. Sie ist 1000 Kilometer nach Osten vorrückt. 1000 Kilometer, sage ich immer, ist ein Drittel des Weges nach Stalingrad. Wir Deutschen dürfen uns nicht von den Amerikanern als Kanonenfutter und als Pfeil gegen die Russen vorspannen lassen. Nur weil sie aufgrund der ungeheuerlichen in der Weltgeschichte einmaligen Tatsache, dass sie in Friedenszeiten 51% ihres Budgets ins Militär stecken, auch immer auf der Suche nach Kriegsschauplätzen sind, natürlich jenseits des Ozeans, Korea, Vietnam. Ich sage keineswegs, die Amerikaner hätten diese Kriege alleine angezettelt oder überhaupt angezettelt. Aber sie sind immer auf der Ausschau nach einem Krieg. Und jetzt ist
Ihr Plan, also nachweislich in vielen Fällen, ich habe eben diese ungeheuer provokanten Spiele der NATO vor der russischen Grenze genannt, auch zum Entsetzen, wie gesagt, der deutschen Regierung. Es ist Russland, was sie im Auge haben. Immer noch, glaube ich, durch die Tatsache, das muss man sich ja auch vorstellen, sind alles Banalitäten, es wird aber nie erwähnt. Sie sind der einzige Kontinent, der seit 150 Jahren keinen Schuss im eigenen Lande gehört hat. Die Russen haben 27 Millionen Menschen verloren im Hitlerkrieg. Mhm. Durch Hitler, durch uns Deutsche. Und Sie sind auch diejenigen gewesen, die Hitler letztendlich besiegt haben. Sie haben den höchsten Blutzoll bezahlt. Na, eindeutig. Ja, die Amerikaner eindeutig. Sind dann, als die Party vorbei war, sage ich mal, in der Normandie. Nein, das darf man auch nicht sagen. Also, ja. Die Engländer alleine hätten natürlich in Frankreich niemals landen können, ohne die Amerikaner. Das ist ganz sicher. Und die haben auch in den ersten drei Stunden da in Ormond Beach, in der Invasion am 6.6.41, 26.000 Soldaten verloren. Aber sie haben insgesamt in zwei Weltkriegen eine 500.000 Menschen verloren. Im Ersten und im Zweiten Weltkrieg. 500.000 Amerikaner kennen Krieg nicht nur aus dem Kino, sondern sie haben einen Bruder oder Sohn oder Vater verloren. Die wissen, was Krieg ist, aber die anderen wissen es nicht. Mhm. Und eben diese Tatsache seit 150 Jahren fiel bis zu dem September dann, als diese Wahnsinn da in die Türme hochgeflogen sind, können sie sich Krieg nicht vorstellen. Mhm. Und das macht sie so gefährlich. Können Sie mir sagen, dass die Amerikaner sich eben diesen Krieg nicht vorstellen können, weil für sie ist das abstrakt. Krieg ist ja eher Hollywood und Kino und man gewinnt. Ja. Dann habe ich noch Verständnis, wenn jemand diese Erfahrung nur als Entertainment kennt bei Popcorn, dann habe ich Verständnis dafür, dass er das eben nicht weiß. Aber wir in Deutschland haben das ja noch in den Knochen. Wir wissen es ja. Ich meine, wenn Sie durch Berlin gehen, sehen Sie immer noch die Lücken, auch in diesem Stadtteil. Wir sind hier im Ostteil der Stadt. Gäbe es ja gar nicht ohne Wiedervereinigung. Ja. Also Sie werden ja jeden Tag daran erinnert. Ja. Und es gibt heute noch keine deutsche Familie, kann man sagen, die nicht durch den Ersten und vor allen Dingen durch den Hitlerkrieg einen Angehörigen verloren hat. Warum hält die Bevölkerung still, wenn sie sieht, dass die Kanzlerin diesen Kurs fährt oder fahren muss? Das kann sie ja nur, wenn die Bevölkerung auf abstrakt schaltet. Ist die deutsche Bevölkerung benebelt? Schaut sie nur diese Nachrichten? Interessiert sie sich nicht mehr? Oder hat sie resigniert? Am Alter kann sie liegen? Sie sieht die Gefahren nicht mehr, weil sie eben durch die deutschen Medien unten gehalten werden. Ich will auch sagen, es gibt keinen Deutschen, der Krieg will. Absolut nicht. Selbst Rüstungsindustrielle wollen das nicht. Weil wir eben alle wissen, er wird auf deutschem Boden ausgetragen. Ich weiß nicht, ob das allen klar ist. Ich glaube, dass die Menschen denken, der Krieg gegen Russland findet dann auf der Krim statt. Den Zahn ziehen sie ja. Der Krieg findet auch in Deutschland statt. Das kann eigentlich ein Deutscher, wenn er alle Tassen im Schrank hat, nicht glauben. Mhm. Das ist doch, wir wissen doch alle, dass die Russen natürlich dank des Ehepaars Rosenberg und des britischen Pfarrersohns, dem Fuchs oder wie er hieß, die haben doch natürlich auch die Atomwaffen. Und das wissen wir doch. Mhm. Aber natürlich eine solche Express des Verbes, wie gesagt, ich vergesse den Tag natürlich nicht, 5. Dezember 2015, vom Kreml-Chef persönlich, angedrohter Rückschlag, dass der in Deutschland keine Rolle spielt. Würden Sie sagen, ich kann es mir nur erklären, dass das Bundeskabinett dagegen so ohnmächtig ist, genauso ohnmächtig wie hier der Metzger an der Ecke. Wir sind anscheinend dermaßen in die NATO-Verträge, die unsere Nasenringe sind, eingeengt. Ich weiß es nicht. Aber Herr Hochul, wenn ich Sie richtig verstehe, wenn wir in der NATO bleiben, bedeutet das, und der Krieg uns aufgezwungen wird, ist eine Frage der Zeit, bedeutet das, dass Deutschland ausgelöscht wird? Das würde ich denken, ja. Aber wenn diese Aussage... Ist so interessant, dass Herr Putin allein Berlin genannt hat, dann auch hinzugefügt hat, und Washington soll auch, also sie sollen jetzt endlich wissen, die Amerikaner,
es wird auch in ihrem Land, Washington wird genau wie Berlin, er sprach allein von diesen zwei Städten, wird mir gemacht. Was erwarten Sie denn, ich meine, das sind ja Aussagen, die kann man ja nicht einfach so wegstecken. Sie wird weggesteckt. Ja, aber da läuft ja eine Sie Uhr. Wird weggesteckt, diese Aussagen. Aber was erwarten, wenn jetzt das Publikum wird, ja, weil das wird ja, es werden sehr viele Leute sehen, weil hier können Sie das ja sagen und im Netz gibt es keine Sendezeit, sondern das wird sich eben verteilen und es ist immer die beste Nur Sendezeit. Bei Ihnen kann man es sagen. Wir werden sehen. ARD und ja. ZDF würden mich niemals einladen. Ja. Zu anderen ich bin Sendern. Aber ein ehemaliger ARD und ZDF-Mann, von daher sind Sie trotzdem hier. Ja. Was erwarten Sie von denen, die das jetzt sehen? Was erwarten Sie von Politikern der Bevölkerung, die das jetzt mitbekommt? Wir nehmen mal an, Sie haben es nicht mitbekommen. Jetzt bekommen Sie das mit. Jetzt hören Sie das, was Sie sagen. Und was erwarten Sie jetzt von diesen Menschen? Was sollen die jetzt tun? Sollen sie sich der Friedensbewegung anschließen? Sollen die am 10.06. vor Rammstein stehen? Das wäre gut. Ich weiß es deshalb nicht, weil ich nur weiß, die deutsche Presse, ich habe es probiert, wird auf dieses Thema nicht einsteigen. Wir haben natürlich die Süddeutsche und die FAZ, wo ich früher schreiben durfte, mit Ausnahme der Welt, das ist aber 3 Jahre her, wo ich sagte, was geht uns deutsche Krim an, abgesagt, darüber zu schreiben. Sie möchten das, das wollen wir nicht thematisieren. Ja, das sind die Alpha-Journalisten. Ich kann Ihnen den Mann von Süddeutsche, ich tue es nicht, nennen, der mir das gemailt hat. Wir wollen dieses Thema nicht aufgreifen. Es wird hier in der Süddeutschen nicht thematisiert. Deshalb weiß ich wirklich nicht, selbst wenn unsere Sendung jetzt, wie meinen viele sehen, ich glaube, sie wird wieder keine Wirkung haben. Ich kann da nicht pessimistisch sein, ich bin dafür zu jung. Ja, das ist auch richtig. Ja, das ist auch richtig. Herr Hochruth, ja. Aber lassen Sie uns vielleicht auch tief in das, was man bei Ihnen ja spürt, ist ja auch eine Empörung. Und zwar eine Empörung. Ist eigentlich Angst. Ja. Viel mehr Angst. Angst, aber Empörung. Auch, da können wir gleich auch mal den Tod sprechen. Ja, Empörung über über die deutsche Passivität. Na, dass wir heute hier sitzen, hat ja mit 89 zu tun. Dass wir hier heute so sitzen? Ja, ja. So, ja. Und darüber könnte man schon empört sein. Wo waren Sie denn 89 zum Mauerfall? Wissen Sie das? Wo waren Sie da? Haben Sie es im Fernsehen gesehen oder waren Sie in Berlin? Ich wohnte 41 Jahre in Basel. Bin aber dann gleich, weil ich das Theater am Schiff Wardamm gekauft habe, das BE, bin ich sofort nach Berlin gezogen. Was ist Ihnen damals durch den Kopf geschossen? Aber als die Wohnung da mietete, von der Sie sprachen, da war zwischen der Wohnung und dem Tiergarten eine wundervolle Wiese mit einem Baum. Ja. Da war noch lange keine Rede davon, dass da einst das Holocaust-Denkmal stehen werde. Ja, es war der Todesstreifen, wenn man sich die Bilder ansieht. Ja, ja. Aber was ist Ihnen damals durch den Kopf geschossen, was jetzt werden würde? Ich meine, wir waren alle durch den Mauerfall überrascht. Was dachten Sie, was jetzt kommt? Ich dachte das nun vor allen Dingen. Also ich bin ein Bismarck-Fan. Ich habe ihn schon mit 14, 15 bewundert, wegen seiner Liebesbriefe, der herrlichsten Briefe des 19. Jahrhunderts geschrieben, Bismarck. Und ich wusste, es ist immer sein oberstes Gesetz gewesen, genau wie das von Friedrich dem Großen. Der alte Fritz hat im Testament seinen Nachfolgern verboten, jetzt wörtlich, jemals mit den Barbaren im Osten Händel anzufangen, weil wir ihnen den Schaden, den sie uns zufügen können, niemals heimzahlen könnten. Und Bismarck... Also ein Pyrrhus-Sieg mindestens. Ja, nicht mal. Ja. Und Bismarck auch wörtlich, er hört 2 Jahre vor seinem, bevor wir der Letzte ihn wegjagt, er wegjagte sein Wort vom Kaiser. Da habe ich ihn weggejagt, sagte er, bei einem Gang durch den Park. Bismarck hört, dass Waltersee, der Chef des deutschen Generalstabs, Nachfolger von Großen, Molkte, ein Planspiel zu einem eventuellen Russlandkrieg, ganz unabhängig davon, ob das ein Präventivkrieg oder ein Verteidigungskrieg durchspielt. Das war natürlich für die Preußen sowieso ein idiotischer Einfall, denn 4 Zaren hatten deutsche Fürstinnen geheiratet. Es war eine Familie. Der alte Wilhelm hat wie ein Hund, Schlosshund geweint, als er hörte, dass sein Neffe Alexander II. Ermordet worden ist, zum Beispiel und so. Und dann hört Bismarck, dass im Generalstab hinter seinem Rücken so etwas durchgespielt wird. Und dann gibt er schriftlich, verbiete ich
solche Erwägungen auch noch theoretisch anzustellen, weil, vollkommen klassisch formuliert, das Reich selbst im unwahrscheinlichen Falle eines Gelingens einen Russlandfeldzug immer nur vor sich, niemals hinter sich haben könnte. Ich meine, das ist allein das zeigt, was das für ein Mann war. Müsste Angela Merkel eigentlich nur ins Archiv gehen? Ja, und ich glaube auch, dass sie bestimmt keine Ahnungslose ist. Ich kenne sie, wir kennen sie alle als eine höchst gebildete Pfarrertochter und Naturwissenschaftlerin, eine bedeutende Frau, ganz ohne Frage. Aber ich bin überzeugt, dass es Dinge gibt, die wir als Normalverbrauchte nicht wissen, nicht ahnen, die tatsächlich die Bundesrepublik auf eine so verhängnisvolle Weise militärisch an Amerika koppeln. Würden Sie sagen, Herr Horuth, hier läuft ein Countdown? Ich muss es fürchten. Ich habe das Wort bisher nicht benutzt und ich weiß auch nicht, wie weit der Begriff Countdown mit einem bestimmten Zeitbegriff gekoppelt ist. Ja, das muss man fürchten. Wo ist die Linke? Wo ist die Friedensbewegung? Der kann das ja nicht entgangen sein. Die Deutschen sind auf eine verhängnisvolle Weise, auch ihre Literatur übrigens, total unpolitisch geworden. Es läuft gut, jeder ist fast satt. Es gibt nur vielleicht offiziell 3, in Wahrheit 5 Millionen Arbeitslose. Man sucht sich dann irgendetwas, was ganz sekundär ist, und bauscht es auf, auch damit die Zeitungen was zu schreiben haben, zu einem Riesenproblem zum Beispiel. Ich finde absolut vorbildlich, dass die Kanzlerin sagt, diese Aufgabe, wörtlich, diese Aufgabe hat Gott uns auf den Tisch gelegt, nämlich 2 Millionen Flüchtlinge aufzunehmen. Mhm. Und dass sie das auch durchsetzt. Ja. Sie sind heute schon integriert, weitestgehend, nach so kurzer Zeit. Aber das wird bei uns so, weil man mal so ein Thema wieder braucht, aufgebauscht. Und das Thema, dass wir raus aus der NATO müssen, das kommt nicht vor. Sie müssen sich mal vorstellen, was man ja auch erst vor 14 Tagen oder so gelesen haben, ne? In alle Staaten des an völliger Überflüssigkeit verwelkten Warschauer Pakts wird jetzt von den Amerikanern neueste Waffen gestellt. Ja, warum denn? Warum muss denn die Verteidigungsministerin Bundeswehrschrott ausgerechnet ins Baltikum statt nach Mexiko oder Ägypten verkaufen? Warum muss Polen sich F-16 zulegen? Ja. Ja, das ist dann wenigstens im eigenen Laden. Ja, aber Polen, das ist so eine Sache für sich. Talleyrand, der große Außenminister Napoleon, und Metternich, der ebenso bedeutende Außenminister in Wien, haben beide gesagt, Größenwahn ist erblich in Warschau. Mhm. Also das, was Sie jetzt sagen, ist natürlich vollkommen unglaublich. Mhm. Herr Horuth, wie kommen wir raus aus der NATO? Das ist ja die Frage. Also ich erinnere, in den 60er Jahren 1960 war ja ein großer Gipfel in Paris geplant, der fand auch statt, Nikita Khrushchev war damals da. Ja. Und das ist das Interessante, die Russen haben ja schon damals, schon 53, aber 63 auch gefordert, ein wiedervereinigtes Deutschland, die wollten nicht bis 89 warten. Ja. Dieses Deutschland sollte neutral sein, also weder... Wisst ihr, was das Tollste ist? Das hat sogar Stalin schon gefordert. Ja. Und einer... sicher mussten die Deutschen vor dieser Forderung oder diesem Angebot Stalins auch Angst haben. Aber einer war ja nun unverdächtig. Der erste Träger des Karlspreises in Aachen, Winston Churchill, der Sieger. Churchill ist überhaupt der größte Mensch der Geschichte. Was Michel Angelo in der Kunst ist, ist Mensch, Churchill in der Geschichte. Er ist der Gewinner in 2 Weltkriegen und hat die moralische Größe, von den Besiegten kein einziges Dorf zu verlangen. Stalin hat sich natürlich Königsberg genommen und so weiter.
Church hätte genauso gut Bremen und Hamburg in den Friesischen Inseln nehmen können. Ja. Nicht mal Helgoland hat er sich zurückgeholt, was 1890 der Kaiser, eine große Leistung gewesen, den Engländern abgekauft hat. Mhm. Das ist natürlich ungeheuer. Und der hat schon in Aachen gesagt, in der ersten Reihe saßen natürlich Adenauer, Heuss, die ganze Bundesregierung, die waren sprachlos vor Hass. Churchill hat gesagt, was die Sicherheit gewährleistet, ist natürlich, das schlage ich hier vor, ein Nicht-Angriffspakt zwischen Europa und dem Warschauer Pakt, zwischen NATO und Warschauer Pakt, hat Churchill verlangt. Die deutschen Zeitungen durften es schon damals nicht drucken, darf schon damals, 1951 aus, gab es schon eine Zensur, eine stillschweigende, und man erklärte Churchill eben für vollkommen senil. Und man muss auch zugeben, er war ganze 18 Monate älter als der amtierende deutsche Bundeskanzler Adenauer. Mhm. Er wurde einfach für kindisch erklärt. Mhm. Mhm. Dahinter steckt natürlich, dass er Interessen berührt und auf Füße von Leuten getreten ist, die, von denen schon Eisenhower gewahrt hat. Wir sind da beim militärisch-industriellen Komplex. Es geht ja ums Geld. Es geht hat Eisenhower davor gewahrt? Ja, es geht ja um ein großes Geschäft. Das muss man ja dahinter sehen. Das sind ja keine Spiele. Ja. Natürlich. Es geht ja um viel Geld. Natürlich, wenn Sie sagen, 50% oder 51% des Budgets in den Vereinigten Staaten landet. Das ist ganz fürchterlich. Ja, Bismarck waren es 25 und das wäre Kriegszeit. Und zwar nur während der Kriegszeit. Während der Kriegszeit. Ja. Aber lassen Sie uns hier mal konkret werden. Sie wünschen sich auf ihre alten Tage, sage ich mal, dass Deutschland die NATO verlässt. Ja, es gab oder dass immerhin, die NATO in irgendeiner Weise in Verhandlungen mit Russland bleibt, im dauernden Kontakt und allmählich in dem Maße abgebaut wird, statt wie jetzt wieder, eben schon gesagt, in alle Staaten des an Überflüssigkeit verendeten Warschauer Paktes ihre Waffen stellt. Warum tut man das? Mhm. Na, die Frage haben Sie das muss als Thema, als das brenzligste aller Themen auf den Tisch und darf nicht einfach, es darf nicht einfach der Zeit überlassen werden, was denn daraus werden wird. Herr Hochruth, ich habe hier einen Vorschlag. Wenn man die NATO nicht mehr als das sieht, was Sie ja mal vorgegeben hat zu sein, nämlich eine Schutzmacht gegen die Russen, sage ich jetzt mal, um diese Pauschalen. Okay, das stimmt ja auch mal, es wird ja auch keiner vom Tisch wischen, dass man das in der Zeit. So, das hat sich erledigt, seit es Russland so nicht mehr gibt und auch dort keiner mehr vorhat, uns anzugreifen. Könnte sich immer ändern, sieht aber im Moment nicht so aus. Also wir reden und seit es vor allen Dingen das Versprechen von Bundeskanzler Kohl an Herrn Gorbatschow gibt, wir rücken nicht nach Osten vor. Ja, gut, Baker, aber wir wissen ja, dass er sich. Das ist über seinen Kopf hinweg. Er wird das, was er im Moment, er wird das sehen hier. Und ich glaube, das, was er im Moment ja auch da draußen erlebt, wird ihn nicht glücklich machen. Wen? Herrn Kohl. Was er im Moment erlebt, wird ihn definitiv nicht glücklich machen. Ja. Weil es zerstört auch Europa, intern zerstört es Europa. Ja. Aber zurück, dass die Amerikaner, also die NATO ist im Moment ja ein Arbeitssicherungsprogramm für die amerikanische Rüstungsindustrie. So ist das. Und das heißt, wir könnten theoretisch als Deutsche, als Exportweltmeister zeigen, dass wir jetzt einen Marshallplan umgedreht machen, indem wir versuchen, wieder Arbeitsplätze in den Vereinigten Staaten zu schaffen, die nicht in der Rüstungsindustrie sind. Wäre das ein Vorschlag, damit die davon wegkommen? Ja, dazu kann ich das nicht sagen, weil ich von Wirtschaft eigentlich nichts verstehe. Aber ich denke überhaupt, dass die Deutschen vielleicht, weil sie auch wie Mitterrand und Kohl das schlechte Gewissen hatten. Mitterrand braucht es nicht sagen, aber wir Deutschen müssen es alle haben, dass wir ja immerhin selber dafür gesorgt haben, dass die Russen an der Werra stehen oder standen. Dass aus diesem Impetus heraus auch zum Beispiel geschehen ist, die Schaffung des Euros. Wenn man sich vorstellt, dass die zwei Intelligenten in Europa, die Schweizer, die seit Wilhelm Tell keine Geldreform hatten, sie haben keine Autoindustrie, keine Bodenschätze, sind trotzdem das reichste Land der Welt, und dass die Engländer, die nie einen Krieg verloren haben, dass diese beiden Nationen den Euro nicht mitmachen, sondern bei Franken und Pfund bleiben, da muss man sich doch mal die allereinfachste Frage stellen. Warum? War das denn wirklich so nötig, den Euro zu schaffen? Sind wir denn mit der D-Mark nicht ziemlich gut oben aufgekommen?
Na, interessant ist eben auch, dass uns in Europa etwas verboten wird, was wir in Deutschland selbst haben, was wir in den Vereinigten Staaten haben, durch einen Länderfinanzausgleich. Der Euro spaltet ja uns im Moment. Wenn wir uns auch anschauen, in Griechenland zum Beispiel, ich war da, welches Elend wir produzieren, was wir in, auch in Spanien, in Portugal, an sozialem Elend produzieren, wo alles nur noch der Ökonomie untergeordnet ist. Es geht gar nicht mehr um Menschen, es geht nicht mehr um Gesundheit, es geht nur noch, ob es sich rechnet. Ja. Die Märkte sind ja die Finanzmärkte. Das ist ja auch bei uns inzwischen so, dass man immer von den Zwängen der Märkte spricht. Und wir vergessen ja immer, dass die Verfassung in Brüssel verbietet ja, dass ein Land dem anderen finanziell hilft. Ja, das ist ein implantierter Spaltpilz in Europa, das muss man ja klar sehen, führt ja auch zu einem Klima, wo man einzelne Länder benutzen kann, um mit diesem einzelnen Ländern durch Zuckerbrot und Peitsche sagen, mit denen machen wir jetzt gemeinsam gegen Russland. Man muss das ja in der ganzen Taktik sehen. Also wie da integriert wird. Das muss ich Ihnen als Theatermann nicht sagen, wie viel Intrige auf dieser Bühne stattfindet. Natürlich. Ich habe 3 Kinder. Und den kann ich nicht mit Zynismus kommen und sagen, ach, weißt du, in den nächsten 3-4 Jahren geht hier das Licht an und dann spielen wir hier The Day After. Das kann ich denen nicht sagen. Die Frage, die ich natürlich stellen muss an Sie, weil Sie haben mehr Überblick und Sie haben mehr Elend gesehen, auch sind in den Ruinen ja groß geworden. Was raten Sie denn jetzt unserer Generation? Sollen wir auf die geknebelte Politik warten? Diese Einheitspolitik, diese Einheitspartei? Oder sollen wir auf die Straße gehen? Wir sollen natürlich unsere Schlafkrankheit gegenüber der Politik aufgeben. Aber was wollen Sie denn hoffen als Deutscher, wenn Deutsche 170 Jahre, nachdem die Schweiz das Referendum eingeführt hat, im Bundestag die Volksabstimmung ablehnen? Ich habe da gegen einen Brief geschrieben, nicht öffentlich, an den Bundestagspräsidenten. Dann hat er mir auf 6 Zeilen zurückgeschrieben, er glaubt nicht, dass die Deutschen oder überhaupt das Volk fähig ist, in der Politik mitzureden, weil es ja die intimen und schwierigen und diffizilen Zusammenhänge gar nicht durchschaut. Also der Bundestagspräsident findet das deutsche Volk zu blöde, das Referendum endlich einzuführen, was immerhin 2 Parteien im Bundestag 2012 durchsetzen wollten. Herr Hochroth, wir leben insofern in spannenden Zeiten, weil das Informationsmonopol des Staates gefallen ist. Wir senden im Netz, ob es ARD, ZDF, der FAZ, der Welt, wem auch immer gefällt. Das tun wir einfach. Wenn wir die vorher hätten fragen müssen, ob wir mit Ihnen über dieses Thema reden, dann glaube ich, hätte die Antwort, wäre die gar nicht ausgefallen, die wäre noch nicht da. So kann man es auch machen. Nein, aber Sie hätten mir wie die Süddeutsche geschrieben, ein wirklich ziemlich bedeutender Mitarbeiter der Süddeutschen, gemeldet, wir wollen das nicht thematisieren. Mhm. Das heißt, der fand eigentlich auch an der Zeit, es zu thematisieren. Aber die Redaktion der Süddeutschen hat gesagt, nee, ein zu heißes Eisen. Mhm. Giannis Varoufakis, der ehemalige Finanzminister, fährt ja gerade durch Europa. Er war vor ein paar Tagen in Paris, wo ja auch eine Art Occupy wieder sich bewirbt. Und er ist ja für eine Demokratisierung Europas bewusst gewählt. Er möchte die Einführung der Demokratie in Europa. Finde ich toll, wir haben ihn ja auch schon interviewt. Hätten wir was hier, einen Schnaps würde ich auf sein Wohl trinken. Bei Ihnen ein Wodka, ne? Ja. Wodka wäre es bei Ihnen. Aber er war auch hier und dann haben wir in der Bildzeitung lesen müssen, dass Herr Varoufakis, mit wem er sich trifft, dass er sich mit uns trifft, weil wir sind quasi die außerparlamentarische Opposition. Sind wir gar nicht, wir sind nur freie Presse, wir nehmen die Demokratie ernst. Aber lassen Sie uns zurückkehren. Angenommen, wir würden in Deutschland sagen, okay, wir machen jetzt mal einen Volksentscheid. Wir fragen jetzt mal die Bevölkerung, ob sie einen möchte. Ja. Wir fragen jetzt mal, wir lassen es über Netz abstimmen. Glauben Sie, dass die Bevölkerung, weil Sie haben eine Antwort vom Parlamentspräsident, glauben Sie, dass die Bevölkerung sagen würde, Volksentscheid, so wie in der Schweiz, ja, möchte ich. Glauben Sie, die Mehrheit würde sagen ja oder sagen Sie nee? Was denken Sie? Wenn sie soweit sie Zeitung liest und soweit die Zeitung auch dazu Stellung nehmen. Nee, keine Stellung. Einfach, wir stellen es ins Netz. Ja. Ohne Kommentierung. Ja oder nein. Entscheidet selber, ob ihr in der NATO bleiben sollt. Entscheidet selber, wie ihr mit dem Geld umgeht, mit Schuldenpolitik. Entscheidet selber über Flüchtlingsfragen. Entscheidet über selbst, ob ihr das Referendum wollt. Ja. Entscheidet, ob ihr einen Krieg gegen Russland haben wollt. Entscheidet es selbst. Glauben Sie, dass mit dieser Aussicht, das sollt ihr zukünftig entscheiden über diese... Wenn das nicht so zwischen Dienstag und Freitag diskutiert wird, sondern die Menschen, die Leser, auch die noch Zeitungen und Bild lesen,
können sich Gedanken machen, dann würden sie das wohl bejahen. Das denke ich doch. Herr Horuth, vielleicht hat der Parlamentspräsident, vielleicht hat das Parlament Angst vor dieser Entscheidung. Aber das ist doch lächerlich, diese Angst. Ich meine, das Parlament ist doch ungeheuer mächtig. Fangen wir mal an mit der Bundeskanzlerin. Sie ist der erste deutsche Politiker seit Kriegsende. Vom Führer wollen wir nicht reden. Ne? Er war, was heute die Leute nicht mehr wissen wollen. Was ich aber weiß, er war populär, der Hitler, wie nur Bier und Beischlaf. Das wollen wir uns mal eingestehen, wir Deutschen. Aber Frau Merkel hat als einzige Kanzlerin 96% oder 95% der Parteistimmen auf diesem CDU-Parteitag bekommen. Ja, wovor sollte die denn Angst haben? Die ist doch sowieso unabwählbar. Es ist doch so gewesen, als die Amerikaner uns die Demokratie geschenkt haben. Wir haben die Demokratie, das vergessen wir auch immer, keineswegs selbst erkämpft. Ist das Geschenk der Westmächte an die Geschlagenen, die KZs gemacht haben und die Endlösung. Mhm. Es war der menschlichste Akt des Jahrhunderts, vielleicht der Geschichte. Gut. Ist das nicht auch eine Verpflichtung, sich daran, oder die das Geschenk gemacht haben, daran zu erinnern, was es bedeutet? Natürlich wäre das ist das eine große Verpflichtung, aber dann musste eine neue Verfassung geschrieben werden. Und das waren sehr ehrenwerte Leute wie Carlo Schmidt und Adenauer, wie sie alle heißen. Aber immerhin, der listige Adenauer, der war schon so nahe den 70, aber er wollte natürlich zeitlebens Kanzler bleiben. Also hat er die vollkommen überflüssige Figur des Bundespräsidenten erfunden, ein Neutrum. Aus welchem Grunde? Am 12. April war Roosevelt gestorben. Und die Amerikaner als geborene Demokraten, im Gegensatz zu uns Deutschen, die wir keine geborenen Demokraten sind, haben sofort die Verfassung geändert. Roosevelt starb während seiner vierten Amtsperiode. Ja, wir haben das geändert. Dass einer nur zweimal vier Jahre ins Weiße Haus darf. Und damit ihm, dem Adenauer, das nicht auch passiert, er wollte länger als 8 Jahre regieren, hat er ja auch gemacht, und hat sich auch sehr gut gemacht, hat er den Bundespräsidenten erfunden. Der darf das dann nur zweimal. Der darf nur zweimal 5 Jahre sein, obwohl er ja gar keinen Schaden anrichten könnte. Ja. Ja. Und deshalb nehme ich eben an, dass, ich habe sogar ein Gedicht gemacht, das heißt, warum wollen wir Deutsche keine Demokratie? Sonst hätten wir sie. Herr Huhn, Sie haben gerade über den Bundespräsidenten gesprochen, dass der keinen Schaden anrichten kann. Finde ich schon, er kann schon Schaden anrichten. Wenn Sie sich anschauen, wie sich Herr Gauck gegenüber Russland positioniert. Ja. Das ist ja nicht gerade, hör zu, mit der Geschichte. Nein, das ist ja überraschend, ja, wundert mich auch sehr. Der richtet doch Schaden an. Er ist ein bedeutender Theologe, aber er sollte vielleicht auch mal ein Buch über Geschichte lesen. Sorry, das ist sehr tragisch. Muss man lachen. Woher dieser, wir machen doch hier amerikanische Außenpolitik in Deutschland, die uns schadet. Ja, natürlich. Wir machen eine europäische Außenpolitik, die uns schadet. Ja. Warum? Nein, wir machen eben keine europäische, wir machen eine amerikanische, auf europäischem Boden. Und ich finde es natürlich sehr schlimm, dass der Schwache, oder wir kennen ja nicht mehr den Namen, Nachfolger des großen de Gaulle, in die NATO wieder eingetreten ist. Ich war in diesem Sinne überhaupt nie Europäer. Ich war immer für das Europa der Vaterländer. Das ist die Formulierung des großen de Gaulle. Feste Grenzen, eigene Sprachen, nicht dass nur alle nur Englisch sprechen, auch in Deutschland. Das ist aber kein Nationalismus. Nö, ich bin nicht kein Nationalist. Können Sie mal sagen, weil es gibt Leute, die sagen, das ist ja Nationalismus. Das wird bestimmt gesagt, das ist ja vollkommen Schnuppe. Was ist der Unterschied zwischen de Gaulle'schen Denken über Staat und Nationalismus? Na, es muss natürlich gewährleistet sein, dass zum Beispiel europäische Völker nicht nur übereinander herfallen. Ja. Das ist doch vollkommen klar. Ja. Das ist natürlich auch mein Evangelium, wenn Sie so wollen. Aber dieser Vereinigungswahn, der
der in keiner Weise aus bösem Willen kam, sondern das ist das Phänomen des Zeitgeistes. Ich weiß nicht, was das ist. Es ist aber eine kolossale Macht, der Zeitgeist. Der hat eben nach dem entsetzlichen Zweiten Weltkrieg es den europäischen Staatsmännern klug scheinen lassen, sozusagen nur noch von Vereinigung zu sprechen, von Einheit. Einheit ist immer auch sehr gefährlich, aber sie wurde seit dem Bismarckreich für ein Fetisch. Heute fragen wir natürlich nach 150 Jahren, wie lange ist das her? 1870, nach der Reichsgründung. Hätte ohne sie ein Junge aus München oder Lübeck 1914 gegen Frankreich marschieren müssen? Einheit und Großreiche sind immer auch sehr gefährlich. Mhm. Aber wenn sie mal da sind, dann begegnet man ihnen, wie zum Beispiel im Fetisch Vereinigtes Europa, mit einem Enthusiasmus, der jede Kritik mundtot macht, für 40, 50 Jahre. Auf der anderen Seite können Sie erleben, dass wenn man sich in Europa eben einigt, und wir haben ja hier eine relativ lange Friedensperiode, bis auf diesen schändlichen Rückfall in Jugoslawien, muss man völkerrechtswidriger Angriffskrieg mit deutscher Beteiligung, forciert sogar, direkt als erstes nach der Wiedervereinigung. Das zeigt so ein bisschen, was bei uns eigentlich falsch gelaufen ist. Also da muss man sich in Grund und Boden schämen, sind wir bei Willy Wimmer, da hört es auf einfach. Dass wir wie ausgerechnet über den Balkan dabei sind und dann diese NATO-Propagandapresse in die Spur bringen. Aber Sie sehen ja hier, wenn Europa sich einigt, ist es in Übersee auch nicht recht, weil Europa ist ja auch ein Teil dann Eurasiens. Es könnte ja so schön sein, aber zu viel Einigkeit mit zu vielen Freunden ist dann auch nicht recht. Das ist auch zu weit geguckt. So weit kann der Sterbliche gar nicht sehen, was zum Beispiel mal aus dem Verhältnis Moskau-Peking wird. Aber ich muss dann sagen, dass wenn man sich, wie ich eben damals noch schreiben durfte, was geht uns Deutsche die Krim an, soll man auch mal sagen, das gehört nicht in meinen Aufgabenbereich, mir auch darüber noch den Kopf zu zerbrechen. Ich weiß nur, und kann das, ich glaube, ich wiederhole das jetzt, ist mir peinlich, zum fünften Mal. Wir sind die Einzigen in Europa, die nur 26 Jahren zweimal zur Krim marschiert sind. Und wenn wir jetzt wissen, die Amerikaner haben das hoch unter dem Vorwand, sie müssten die Krim und die Ukraine von der Vorherrschaft Moskaus befreien, obwohl, wie Helmut Schmidt er gesagt hat, die haben ja niemals als selbstständige Staaten existiert, die beiden, Ukraine und Krim, dann müssen nicht ausgerechnet wir Deutschen die Wortführer werden, die wir zweimal die Krim besetzt haben. Herr Hochruth, was machen wir denn eigentlich an über 15 Standorten, nenne ich das jetzt mal, das ist das Bundeswehr-Jargon, mit Peacekeeping Operation, was machen wir im Nahen Osten, was machen wir im Irak, was machen wir in Afghanistan, was machen wir in großen Teilen Afrikas? Die Franzosen haben uns jetzt, also die Franzosen, Hollande hat Deutschland aufgefordert, die militärische Zurückhaltung aufzugeben. Ja, wir sollen uns ein bisschen mehr engagieren, heißt das. Ja, macht er das denn auch, der Franzose? Die Franzosen sind sehr stark aktiv im afrikanischen Raum. Also ja gut, aber da hatten sie auch nun, bis sich Algerien losgerissen hat, hatten sie ja auch ihren festen Standort. Ich habe eine afrikanische Mitarbeiterin, weil die jetzt hier gut Computer schreibt. Ihre Heimatsprache, sie kommt aus Togo, ist Französisch. Ja. Ja, wir Deutschen sind aber doch gar nicht mehr in Afrika, vielleicht in Südwest. Wir sollen beim Krieg spielen. Dann sollen wir aber nicht, ja eben, das sollen wir eben nicht. Mhm. Das sollen wir nicht. Mhm. Wie können wir das den Franzosen und den anderen beibringen, die uns als Deutsche auffordern wollen? Sie sollen doch ein bisschen mehr Krieg. Sie sollen sich ihren Kopf zerbrechen. Es geht uns nichts an. Ist der Kolonialismus zurück? Oder war er nie weg? Naja, ich... Wir sehen es in Europa. Die deutsche Wirtschaftspolitik ist ja auch in Europa zerstörerisch, wenn man sich mal Griechenland anschaut. Mit welchem eisenharten Schwert Schäuble in Europa herrscht. Das liest man ja fast nicht, aber manchmal kriegt man es eben doch mit. Es wird nicht gedruckt. Ne? Manchmal kriegt man es doch mit. Ne? Warum soll jetzt jeder... Der Brüssel untersteht, 22.000 Euro
an die Griechen bezahlt haben, was dem griechischen Volk sowieso nicht zugutekommt. Das Ganze ist doch sicherlich ein Betrugsbankrott gewesen. Griechenland hat 3 oder 5 sehr bedeutende Werften, aber das ist gar keine Industrie, sondern einen jährlich steigenden Tourismus, von dem es lebt. Was sollte daran pleite gegangen sein? Das war natürlich ein Betrugsbankrott. Und vor den Wir wissen doch, seit Odysseus, sie sind die listigsten Menschen der Welt. Und vor der griechischen Küste, muss man sagen, sind riesige Erdgas- und Erdölvorkommen. Es gibt aber auch keinen griechischen Finanzskandal ohne deutsche Beteiligung. Ich sage nur mal Siemens. Das Geld landet ja dann doch wieder in Deutschland. Landet wieder bei Siemens. Es musste bezahlt werden, damit die deutsche Industrie ihre wahrscheinlich sehr übersteigerten Investitionen zurückkriegt. Ja. Weil Sie Angela Merkel gelobt haben, gibt Leute, die sind auf Angela Merkel nicht so gut zu sprechen. Ich glaube, Angela Merkel hat uns vor noch Schlimmerem bewahrt. Ja, ich denke das auch. Ja, aber, obwohl ich natürlich als eingefleischter Demokrat eine Gefahr sehe, die nicht in ihrer Person gründet, sondern in der missglückten Verfassung, die nach dem Tode Roosevelts während seiner 4. Amtsperiode auch in Deutschland gesagt hat, das Staatsoberhaupt, und das ist nicht der Bundespräsident, darf nur 2-mal 4 Jahre regieren. Wenn er jung an der Macht kam, soll er meinetwegen nach 8 Jahren wiederkommen dürfen. Aber dass bei uns der Kanzler in seiner Amtszeit überhaupt nicht befristet ist, ist ein Verhängnis. Lassen Sie uns einen Sprung in die Vereinigten Staaten machen. Sind Sie von Barack Obama begeistert noch? Waren Sie das mal oder sind Sie enttäuscht? Ich fand es an der Zeit, dass ein farbiger Präsident wird. Und ich glaube, dass deshalb auch, weil noch nie eine Frau im Weißen Haus war, die Frau Clinton es schafft. Ich wusste nicht, dass der Gegenkandidat ja politisch genau meiner Meinung ist, Sanders, dass die NATO eine Gefahr ist, eine Kriegsgefahr und aufgelöst werden muss. Ich wusste das nicht. Hillary Clinton war im State Department Außenministerin unter Obama und das Erste, wo sie sich persönlich für eingesetzt hat, war Libyen zu bombardieren mit 40.000 Toten. Sie wird auch ganz stark durch entsprechende militärisch-industrielle Komplexgelder finanziert, Goldman Sachs. Ja, das liegt eben daran, was wir ausführlich schon besprochen haben. Der Amerikaner kann sich Krieg auf dem eigenen Kontinent nicht vorstellen, weil es nie einen gab seit 150 Jahren. Außer eben diesen Wahnsinnsanfall da, wie man da in die New Yorker Türme reingeflogen ist. Und ich frage mich natürlich auch, warum es denn... Ich weiß aber, möchte dazu aber speziell hier vom Fernsehen nichts sagen, weil ich einfach viel zu wenig informiert bin, was in Libyen gewesen ist. Ich weiß das nicht. Die Frage ist aber, was Sie natürlich wissen, ist, wenn man einen Diktator loswerden möchte oder jemand, den man nicht möchte, man kann ihn immer als Diktator bezeichnen oder man kann ihn in unserer Presse verunglimpfen, der kommt ja nicht zu Wort. Aber wenn man so jemanden loswerden möchte, ist das mit dem, was man in Deutschland auch erlebt hat an Bombenkriegen, eine gute Idee, die Städte zu bombardieren? Na, ich habe ein Stück gegen die Bombardierung der Städte geschrieben. Ich habe ein Stück gegen Churchill schreiben wollen, der für mich trotzdem der Titan der Geschichte ist, weil er immerhin 750.000 deutsche Zivilisten verbrannt hat im Bombenkrieg. Er hat zuletzt sogar seinen Marschall Harris zurückgepfiffen. Das war der Chef des britischen Bomberkommandos. Er war allerdings auch, ich bin also absolut gegen die Bombardierung offener Städte. Churchill war in einer furchtbaren Zwangslage. Der Stalin sagte zu ihm, die Rote Armee verliert am Tag 10.000 Mann. Wann kämpft ihr eigentlich mit? Ihr seid ja in Afrika und in Süditalien. Aber Churchill konnte nicht landen. Er konnte ohne Hilfe der Amerikaner, sie haben sich ja versucht, 1942 da bei Dieppe. Und Hitler hat dann gehöhnt in einer großen Reichstagsrede, sollen sie Gott danken, wenn sie wieder mal 9 Stunden an Land bleiben. Dann waren sie ins Meer geschmissen. Churchill konnte seine Beteiligung, die Beteiligung Englands am Zweiten Weltkrieg, dem Stalin nur dokumentieren durch
Fotos der gestern und vorgestern verbrannten Städte. Dann sagten die Russen, es ist ja sehr schön, dass in Hamburg 40.000 Menschen umgekommen sind. Aber was hilft uns das an der Front, wenn ihr Zivilisten tot macht? Mhm. Wann tötet ihr deutsche Soldaten? Und die Engländer hatten, Churchill, der wahrhaft hellsichtig war, hatte während des ganzen Krieges bis zur Erfindung der Atombombe, die war aber gar nicht in Sicht, die ließ doch 3-4 Jahre auf sich warten, hat er eine Todesangst, ein Separatfrieden zwischen Kreml und Reichskanzlei, zwischen Stalin und Hitler. Das stand immer im Raum. Und dann wären wahrscheinlich, also die Engländer wären bestimmt nicht zurückgekehrt. Mhm. Auf das, in das besetzte Frankreich. Jetzt gibt es natürlich einen Unterschied, wenn man sich anschaut, der Bombenkrieg, der stattgefunden hat zwischen Briten und den Deutschen, das waren ja Kriegsgegner. Aber die Libyen, der Irak, Afghanistan und auch Syrien hat Deutschland nicht angegriffen. Ja, wir sollten uns da raushalten, denke ich. Lassen Sie uns nach Deutschland zurückkehren, Status quo. Wir sind in ich muss nur eins sagen, ne? Wir waren Kriegsgegner, England und Deutschland. Und das ist natürlich auch eine moralische Großtat der Franzosen und der Engländer gewesen, am 3. September diesem übermächtigen Deutschland allein deshalb den Krieg zu erklären, um den Polen zu helfen, weil sie ja die Tschechen schon in Stich gelassen hatten. Mhm. Das ist eine moralisch unantastbare einmalige Leistung in Europa gewesen. Herr Hochhuth, lassen Sie uns zu Ihrem Buchtitel zurückkehren, Ausstieg aus der NATO oder Finis Germaniae. Das ist ja eine Warnung, die man nicht mehr dechiffrieren muss. Was erwarten Sie denn eigentlich von der Friedensbewegung in Deutschland? Die ist doch sehr schwach und hat sie auch nur einen interessanten Sender oder eine überregionale Zeitung. Nein, das muss von der Regierung ausgehen, die deutsche Regierung. Muss es nicht von den Universitäten ausgehen? Die müssen helfen, natürlich. Ja. Wo sind denn die kritischen Studenten? Wo sind denn die Rudi Dutschkes? Ja, das ist furchtbar. Ich habe ihn selbst noch gut gekannt. Er sagte mal sehr traurig: Der Hochhuth gehört auch zu uns, aber er weiß es nicht. Er ist nur ein liberaler Scheißer. Aber es war natürlich eine fabelhafte Persönlichkeit. Und so eine ist natürlich weit und breit nicht da. Mhm. Wenn Sie sich anschauen, wenn Sie aus Ihrem Arbeitszimmer gucken, sehen Sie die Stelen des Holocaust-Denkmals. Sie werden also jeden Tag daran erinnert, mehrfach, wenn Krieg anfängt, dass es in einem Völkermord endet. Das ist ja das Resultat davon. Es war nicht der Beginn, das ist das Ende. Das heißt, der Krieg war nötig, um diesen Völkermord machen zu können, im Schatten dieses Krieges. Heute wird Völkermord immer benutzt, um Kriege zu führen. Also da könnte ein Völkermord kommen, da wird diese Holocaust-Keule immer genommen, um Kriege zu rechtfertigen. Dabei sollte sie eigentlich dazu dienen, dass man keine Kriege überhaupt führt. Ja, ja, nun muss ich erstmal voraussetzen, man darf mit Hitler überhaupt keinen vergleichen. Er war ein Psychopath, er hatte den sehr begründeten Verdacht, dass sein Vater Halbjude ist, seine Großmutter ist als Köchin eines jüdischen Wiener Bankiers unehelich schwanger geworden. Er hatte keine Beziehung zu Frauen, er war da beschädigt. Man darf nichts, was der getan hat, mit irgendeiner Tat eines normalen Menschen vergleichen. Aber stammt das heute? Und er hatte, wie gesagt, eben, weil er selbst seine Aggressionen nicht mal in einer Frau abbauen konnte. Er hatte, wie Golomann sagt, den Krieg im Leibe. Mhm. Er war nur, nach einem Wort von Voltaire, ne, Absolutismus gemildert durch Mord. Er war nur durch Meuchelmord daran zu hindern, den Krieg auszulösen. Und wir wissen ja, dass die Allerengsten um ihn, Göring, Goebbels, die wollten ja alle nicht den Krieg. Er wollte das. Mhm. Aber Herr Hochhuth, was Sie hier ansprechen, dass man Hitler nicht ständig... Ein Rätsel. Dass man nicht Hitler mit anderen vergleichen soll. Wir haben ja heute in der Politik, in der internationalen Politik, eine Hitlerisierung. Jeder, der uns nicht in den Kram passt, der NATO nicht in den Kram passt, wird mit Hitler verglichen. Aktuell Putin. Ja, das ist vollkommen ekelhaft. Ja. Gelogen. Ja, muss ich gelogen. Nutzt das Hitler auch ab? Nein, wir... Also wenn man das einfach so... Jeder kann jetzt Hitler sein... Nein, damit unterschätzt man den schon.
Nein, man soll das Thema Hitler mal zu den Akten legen. Wir haben da im Gegensatz zu den Amerikanern, wir haben, zehn Tonnen Bücher über die Hitlerzeit, den Holocaust. Wir haben sehr ehrlich, was immer an Akten sich fand, publiziert. Die Amerikaner haben kein einziges Buch außer einem anrührenden Roman, Begrabt mein Herz am Ufer des Flusses. Sie haben kein einziges Buch über ihren Holocaust. Sie haben die Indianer ausgerottet, eine Nation ausgerottet, weil ihre Farmer Land brauchten. Es gibt keine ehrwürdige amerikanische Familie, deren Vorfahren als Farmer nicht dort gewohnt haben, wo sie die Einwohner ermordet haben. Darüber gibt es in Amerika kein Buch. Sie sind vor Selbstzufriedenheit aufgebläht, dass sie sich auch gar nicht vorstellen können, wenn sie in Russland einen Krieg anzetteln, weil sie sicher sind, ihre Küste berührt das nicht. Mhm. Lassen Sie uns in Europa bleiben. Ein Politiker, der, glaube ich, mit hoher Frequenz inzwischen Putin trifft, vielleicht sogar höher als Angela Merkel, die telefoniert vielleicht häufiger, ist Willy Wimmer, der auch gerade wieder in St. Petersburg war und sich mit Putin sogar auf Deutsch unterhält oder sogar auch mal anekdotenhaft übersetzt. Das höre ich von Ihnen zuerst mal, das freut mich. Übersetzt wird. Ja. Es brauchen wir mehr Menschen, die sich für zuständig erklären, auch junge Politiker, ja, die sagen, vergiss die Karriere, denen ist an Frieden, der Frieden wichtiger ist, die einfach mal rüberfahren und einfach mal mit Russen sprechen. Ja, aber ich höre das jetzt mit großer Freude, dass ein pensionierter Staatssekretär immerhin noch fertigbringt, zum russischen Staatsoberhaupt zu gehen und mit dem zu reden. Und natürlich müssten wir mehr haben, wir Deutschen, die dazu die Fähigkeit haben und auch die Initiative ergreifen. Gibt es nicht irgendjemanden in der aktuellen Politik, eine Person, wo Sie sagen, sein Lichtblick, Sigmar Gabriel, Sarah Wagenknecht, Gregor Gysi? Ja, aber was hat nicht nur Sigmar Gabriel, sondern was hat überhaupt die SPD noch für andere Sorgen, als ihr allmähliches Verschwinden, wie die einzelne FDP passiert ist, in Deutschland aufzuhalten? Kümmert sie sich denn überhaupt, die SPD, um diese Frage? Die SPD ist fest eingebunden in transatlantische Abkommen. Sie ist ein Teil der amerikanischen Wirtschafts-NATO. Ja, aber fragen Sie, laden Sie hierhin ein, statt mich einzuladen, einen Schriftsteller, der ja gar keinen Zugang zu diesen Kreisen hat, warum das nicht geschieht, dass sich eben deutsche Politiker sich dieser Frage, die uns, wenn sie nicht gelöst wird, in den Abgrund reißt, warum sich ihr nicht stellen. Vielleicht ist aber das Ende ihrer Karriere. Ja, das muss man riskieren. Also wenn man nicht das Ende seiner Karriere riskiert, dann ist man ein Scheißkerl. Das muss man wirklich riskieren. Die Karriere kann man ja neu anfangen, unter neuen Aspekten. Aber ich meine, dass man mal irgendwo rausfliegt, wenn man das nicht riskiert, dann soll man gar nicht erst in die Politik gehen. Das würde ich der denken. Da muss man sich natürlich Gedanken machen, wenn Sie das ansprechen, was für Sie eigentlich Ehrenkodex bedeutet. Ethik, Moral. Spielt das eine Rolle in der Politik? Ich glaube schon. Ich glaube das schon. Ich unterstelle zum Beispiel dem Adenauer aus einer echten Befürchtung, der Mitbegründer, der maßgebliche der NATO gewesen zu sein. Auch wenn ich erst in dem Gedanken bin ich auch aufgewachsen. Das war ja meine Pubertät und meine Twin-Jahre. Aber ich habe erst nachträglich, ich war so auch infiltriert von dem Bonner Geist, dass mir nicht mal der Gedanke kam, dass ja erst die NATO geschaffen wurde und dann der Warschauer Pakt. Ich hatte natürlich geglaubt, erst war der Warschauer Pakt da und dann die NATO. Das sieht man mal, wie man, aber davor ist kein Mensch gefeit. Wir sind natürlich alle sehr dem Zeitgeist unterworfen. Das klassische Wort von Marx ist ja, unser gesellschaftliches Sein bestimmt unser Bewusstsein. Das ist ganz unzweifelhaft. Aber er hätte natürlich dazu sagen müssen, unser geografisches Sein
Wir hängen ja nicht nur von der Gesellschaft ab, in der wir groß wurden und die unser Bewusstsein prägt. Ja, wir hängen natürlich auch sehr von der Geografie ab. Jahrgang und Geografie sind das Schicksal. Von mir sind 3 oder 4 Vettern, 3 gefallen, von meiner Mutter 2, von meinem Vater 1. Ja, ich bin da nur deshalb davon gekommen, weil, und mein Bruder, weil meine Eltern 3 Jahre später geheiratet haben als ihre Geschwister. Sowas muss man sich sagen. Man muss sich historisch einordnen. Und dann weiß man auch, wie viel Glück man hatte. Wenn Sie sagen, man muss was riskieren, man kann eine neue Karriere beginnen, warten Sie auch auf Oscar Lafontaine? Da war mal eine Hoffnungsfigur für mich. Ich habe ihn noch mal persönlich kennengelernt. Er ist total integer. Und, aber er ist, glaube ich, auf eine unentschuldbare Weise, dafür sei nämlich viel zu jung, schon resigniert. Das darf auch nicht sein. Herr Hochhuth, zurück zu Ihrem Buch Ausstieg aus der NATO. Was können wir, die Bürger, was können wir tun, um Druck auf unsere Regierung auszuüben, damit das umgesetzt wird? Weil, wenn ich Sie richtig verstehe, wir gehen ja hier in einen Kurs, der nur kriegerisch enden kann, wenn wir es zulassen. Ja. Was können wir tun? Was raten Sie der jungen Generation, die das sieht? Ja, sie muss da auf die Straße gehen, aber das ist der indirekte und der weitaus wirkungslosere Weg als in eine Partei gehen. Man muss mitmachen. Wo man nicht ist, hat man nicht recht. Und wenn man sich raushält und so bequem ist, sich die Arbeit der Parteileute auch zu machen, das heißt, da mitzureden, dann ist einem nicht zu helfen. Also, aber Herr Hochhuth, was passiert denn mit Menschen, die in der Partei sind? Sie haben ein sehr ambivalentes Verhältnis zu Macht. Wenn man in einer Partei etwas sagen möchte, muss man zu Macht kommen. Aber parallel dazu macht die Macht mit einem auch etwas. Das sehen Menschen ja auch. Dem muss man widerstehen. Man findet doch immer Kolleginnen oder Kollegen, mit denen man sich zusammentun kann, um in einer Partei etwas durchzusetzen. Angefangen vielleicht an der vielgenannten Basis. Aber das, also ich meine, ich weiß nicht, wie Frau Merkel an die Macht kam. Sie hatte eben dann einen, der ihr geholfen hat dazu, Kanzler zu werden, Herr Kohl. Aber das ist ja nicht alles, zugefallen. Natürlich hat sie dafür gekämpft. Und wenn die Leute dazu zu faul sind, dann ist ihnen nicht zu helfen. Ist das auch der Zeitgeist, dass man eben sich individualisiert, mit Selfie-Stick lieber abbildet und sich bei Facebook präsentiert? Ich bin überzeugt. Ich sage das ungern, weil ich auch gerne habe, dass mir es gut geht. Aber es geht wahrscheinlich Leuten nach 75 Jahren Krieg, wenn auch die Wirtschaft läuft, wenn auch nicht so gut läuft, wie unsere Medien sagen. Wir haben nicht 3 Millionen Arbeitslose, wie Frau Merkel sagt, sondern eben 5 oder 6. Oder zum Beispiel jetzt das große Thema, was vorige Woche der Spiegel zum Titel gemacht hat. Ne? Die laufende Entwertung der Renten. Es ist natürlich entsetzlich, wenn 10 oder 12% einer Nation Besitzer von 80% aller Häuser und Grund und Boden sind. Mhm. Das darf nicht so sein. Mhm. Ist das nicht Kapitalismus? Das ist nicht Kapitalismus, das ist Raubtierkapitalismus. Und die haben ja das wundervolle Tarnwort Neoliberalismus erfunden. Und das ist natürlich eine schamlose Tarnbezeichnung. Aber was sollen sie machen? Meine Frau stammt aus einer alten Gewerkschafterfamilie und sagt nur empört, ja, wenn keiner auch nur seinen Beitrag bezahlen will oder eben eintritt in die SPD oder in der Linkspartei oder so, dann ist den Leuten auch nicht zu helfen. Es ist die fehlende Solidarität. Es ist diese schofle Faulheit, sich um die Öffentlichkeit zu kümmern. Ein Wort, was aus den Medien vollständig verschwunden ist, wir setzen uns ständig ein, also uns wird suggeriert, wir müssten uns überall auf dem Kontinent für Kleinstgruppen einsetzen. Ja? Aber es gibt keine große Solidarität, weil sobald sich Gruppen politisch oder auch nicht politisch im gemeinsamen Raum treffen, sagen, wir haben einen gemeinsamen Nenner und der Nenner ist zum Beispiel, wir wollen keinen Krieg. Da wird Ihnen ja sofort vorgeworfen, das ist Querfront.
Nein, dann muss natürlich auch dem, der das sagt, sagen, was machst du denn dafür? Natürlich im Bereich deiner sehr geringen Möglichkeiten. Aber man muss sich zusammentun, wenn man Angst hat, dass so ein Krieg kommt. Und kann nicht einfach dann abends vor der Glotze einschlafen und da aber keinen Versuch machen, da mal mitreden zu dürfen. Aber wie geht man mit diesem Vorwurf um, der die deutsche Friedensbewegung im Moment klein hält, dass wenn man dann sich mit verschiedenen Leuten auf einem Platz trifft, um darüber zu diskutieren, dass man sich in vielen Dingen nicht einig ist, aber in der Frage des Krieges ist man sich einig, will man nicht haben, dass man dann Querfront sei. Da gibt es ja richtige Kräfte. Das sagen doch gekaufte Idioten. Das ist ja nicht ernst zu nehmen, so ein Vorwurf. Aber eben die Frage ist, ob die Friedensbewegung abseits stehen soll, statt durch Infiltration in den Parteien bis in ein Parlament zu kommen, wo wirklich gehört wird, was sie sagen. Man kann ja beides tun. Man kann sich auch die Frage stellen, wo sind die Gewerkschaften? Ja. Die Gewerkschaften stehen heute ja auch eher für den Maschinenbau. Es gibt ja keinen Bereich mehr, der für Rüstungskonversion steht. Alles abgebaut worden. Also Sie sehen, die Solidarität ist systematisch unterwandert worden. Die Menschen wurden systematisch vom System gekauft. Das erkennen junge Menschen schon und sind völlig irritiert und sagen, wo, für was stehen denn meine Eltern? Die stehen doch nur noch für den persönlichen Erfolg nach dem Motto, nach mir die Sintflut. Unser Problem ist, dass die Sintflut kommt, während wir noch leben. Das ist das Dilemma, was wir haben. Ich habe mal den IG Metall-Chef Otto Brenner persönlich aufgesucht, um mir ein Bild von ihm zu machen, der schon zu seinen Lebzeiten der meist verleumdete Politiker der BRD gewesen ist. Er war eine vollkommen integre Persönlichkeit. Hat auch natürlich eine Weile im KZ verbracht, dann wurde er entlassen, irgendwo war dann irgendwo Industriearbeiter. Da frage ich mich natürlich auch, wo ist denn einer Gewerkschaft noch ein so vorbildlicher Mann? Ist aber auf allen Bereichen so. Wo ist denn noch ein Augstein oder ein Dieter Hildebrand? Das beide waren, Augstein war 10 Jahre älter als ich, Jahrgang 21, Hildebrand vielleicht 6 Jahre älter. Die haben meine Generation, soweit wir gelesen haben, stärker geprägt als die Klassiker. Sie waren geborene Aufklärer. Wo ist denn heute einer, der mit 21 Jahren die Fähigkeit hat, den Spiegel zu gründen? Mit 21! Kann ich gar nicht genug bewundern. Es sind einfach diese Leute nicht mehr da. Mhm. Und warum sie nicht mehr da sind, das kann ich überhaupt nicht beantworten. Naja, die neuen Spiegelgründer arbeiten ja international, heißen vielleicht, Julian Assange müssen sich in der Botschaft von Ecuador in London verstecken oder Edward Snowden muss sich nach Moskau flüchten. Mhm. Da sehen Sie schon, das Imperium jagt heute international. Ist das nicht eine Schande für Deutschland, dass ein Snowden in Deutschland vom Ausschuss nicht gehört werden kann, weil man für seine Sicherheit nicht garantieren kann, dass er hier nicht weggekidnappt wird? Ich habe da auch ein Beispiel, weil Sie von Snowden sprechen, ne? Sie müssen sich mal die Allmacht der USA vorstellen. Die konnten die österreichische Regierung zwingen, ein Flugzeug, in dem der mexikanische Staatspräsident war, 12 Stunden in Wien anzuhalten, weil sie des Irrglaubens waren, des Wahns, in dieser Maschine sitze Herr Snowden. Mhm. Ich meine, sowas ist vollkommen entsetzlich, dass ein Staat, dass es keine Staatsgrenze mehr gibt. Mhm. Dass ein Staat, der nicht in der NATO ist, das ist natürlich auch ganz schlimm für die Amerikaner, dass die Österreicher in der NATO sind. Ich finde das sehr weise, ne? Dass sie nicht in der NATO sind. Die können gezwungen werden, eine Maschine, in dem ein lateinamerikanischer Ministerpräsident sitzt, 12 Stunden in Wien anzuhalten, bis die Amerikaner das Flugzeug auf den Kopf gestellt haben und festgestellt haben, Herr Snowden ist da doch nicht drin versteckt. Herr Hochhut, wo ist hier der Aufschrei? Maschine. Wo ist der Aufschrei? Ja, das ist eben. Daraus hätte doch natürlich nicht nur Österreich, sondern auch das ganze von Washington regierte Westeuropa natürlich ein mehr machen müssen als einen Aufschrei. Sind Sie wütend, wenn Sie merken, Ihre Stücke sind ja immer auch ein Appell, die Ärmel hochzukrempeln und den Arsch in der Hose zu haben? Ja. Passiert ja nicht. Ja, aber warum? Ich meine, ich kann mir nicht vorstellen, dass plötzlich die eben zwei genannten zum Beispiel, die meiner Generation eben sehr nahestehen, weil sie nur wenig älter waren, der Dieter Hildebrand und der Augstein,
Ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass solche Leute nicht mehr auf die Welt kommen. Aber ich kann Ihnen aber auch nicht sagen, wer Sie daran hindert, zum Beispiel so etwas, so eine Großtat, so eine literarisch-geistige Großtat, wie den Vital Magazin genannt der Spiegel, nach Deutschland zu importieren, mit 21 Jahren. Mhm. Ich bin fassungslos vor einer solchen Leistung. Wenn man sich als Journalist nicht embedden lässt, also nicht einbauen lässt in dieses, über was man reden darf und wie man nicht reden darf, wenn man sich da in den Wind stellt und da angegriffen wird, was soll einem das sagen? Ja, das muss man aushalten. Also das Wort trotzdem ist das wichtigste Wort der Sprache. Das muss man einfach durchhalten. Mhm. Und man findet immer natürlich, als Einzelgänger erreicht man gar nichts. Man findet natürlich immer Frauen und Männer ungefähr im gleichen Jahrgang, die da mitmachen. Das haben Sie auch erfahren, spätestens seit dem Stellvertreter hatten Sie auch Freunde, die auf Ihrer Seite waren. Na sofort, natürlich. Mhm. Ich wäre ohne Freunde, der für mich entscheidende Mann war Karl Ludwig Leonhardt, der Programmchef des Leserings, der dieses Stück am Freitagabend bekam. Am Montag gab er es in Satz, in einem Rütten- und Nöding-Verlag. Da hatte Heine schon publiziert und der war in der Ostzone enteignet worden, in Potsdam. Und dann in Frankfurt hat die Familie finanziell nicht mehr vermocht, ihn aufzubauen, hat der Leserin ihn gekauft. Und ohne das, dann griff zwar Reinhard Mohn ein und hat es aus dem Programm geschmissen, argumentierte, auch sehr verständlich. Er sagte, Leonhardt, wollen Sie uns ruinieren? 47% unserer Mitglieder sind Katholiken. Ich glaube, Sie sind verrückt geworden. Dann wurde ich zum Chef bestellt. Und dann sagte ich, aber Herr Mohn, bitte, ich hatte einen kolossalen Vorschuss bekommen, 1.500 D-Mark. Und er sagte, aber schmeiß den Satz nicht weg. Und dann sagte Mohn etwas ironisch, was wollen Sie machen damit? Solcher, der Leonhard wird ihm vielleicht an Robert verkaufen. Und so kam es dann auch. Mhm. Ohne solche Helfer, die so aus einer ganz unvermuteten Ecke, von der Sie gar nicht wissen, kommen, sind Sie natürlich verloren. Aber die kommen immer. Mhm. Und Robert fand eben den Piscator. Mhm. Ja. Mhm. Und der fand den Kurfürstendamm. War die entscheidend, dass das nicht JWD, sondern am Kudamm U aufgeführt wurde. Mhm. Man darf nicht niemals hoffnungslos argumentieren. Das ist, es glückt immer, wenn ein Wille dahinter ist. Ich konnte ja auch gar nichts anderes, ich hatte nichts gelernt als schreiben. Ich hatte kein Abitur und so weiter. Und das kriegt man dann irgendwie auf die Beine. Mhm. Herr Hochhuth. Wobei ich nicht sagen will, dass nicht auch viele namenlos auf der Strecke bleiben, weil sie eben solche Freunde und Gönner nicht finden. Herr Hochhuth, zum Schluss des Gesprächs, Sie haben damals geschrieben, dieser Papst ist ein Verbrecher. Darum geht es ja auch in diesem, wir kennen die meisten von uns, werden die Verfilmung kennen. Der aktuelle Papst ist ja jemand, der auch ganz stark das Elend dahingehend diagnostiziert, sagt, das ist die große Ungleichheit, wie Geld verteilt ist, Zinsen, Kriege, NATO. Was halten Sie von so einem Papst? Erstens will ich nicht zweimal ins selbe Wasser steigen, kann man gar nicht. Es war für mich natürlich eine ungeheure Erleichterung, bei Hannah Arendt zu lesen, dass der Nachfolger des Pius, Papst Johannes, dem hat man das Stück noch gegeben und hat gesagt, was können wir dagegen tun? Und Johannes hat gesagt, nichts. Gegen die Wahrheit kann man nichts tun. Der war selber einer von denen, die noch, war ja nur wenig jünger als Pius, wenn er überhaupt jünger war, der das auch als einen Frevel empfunden hatte, dass man von Auschwitz weiß, aber dazu die Schnauze hält. Ja, Montini, der dann kommende Papst, war Mittäter des Pius, nämlich sein höchster Beamter. Staatssekretär des Auswärtigen ist in Deutschland und im Vatikan immer der machtvollste Beamte. Der hat mich dann verurteilt und hat mit dem sehr lächerlichen Argument, er hat nicht geleugnet, dass ich die Wahrheit sage, aber hat gesagt, wenn nun
der Papst gehandelt hatte, wie dieser junge Mann sich das ausdenkt, dann wäre es ja noch schlimmer gekommen. Also schlimmer konnte es ja nicht kommen. Im Moment kann es schlimmer kommen, weil sie jetzt, weil wir bei Auschwitz wieder stehen, es kann schlimmer kommen, also zumindest theoretisch kann es schlimmer kommen, wenn wir Kernwaffen in Europa in den Einsatz bringen. Ja, und zwar, nein, wenn wir schon weil wir sie bis 2019, man kann es nicht oft genug sagen, 40 neue, und zwar nicht in den NATO-Staaten, nein, allein in Südhessen bei Frankfurt. Wir nennen das ja nukleare Teilhabe. Das ist so der Begriff dafür. Also eine nukleare Teilhabe am Massenmord. Die anderen nehmen ja gar nicht teil. Es werden nur die Deutschen als die Frevler am Holocaust, durch den Holocaust, und weil sie eben ein amerikanischer Satellit sind, sind dazu ausersehen. Sie hören ja eben, die Österreicher sind ja gar nicht in der NATO. Es wird ihnen nur nichts aber nützen. Aber die Stalinisten sind trotzdem nicht da einmarschiert. Herr Hochruth, es wird ihnen nichts nützen, weil ich glaube, eins ist auch mal klar, wenn man sich heute anschaut, mit welcher Schlagkraft heute moderne Atomwaffen agieren, da ist der Zünder ja 6-mal so stark wie Hiroshima. Ja. Und wir haben davon ganz viele. Ich glaube, man muss kein Stratege sein, um zu sagen, einen solchen Atomkrieg lässt sich nicht an den Landesgrenzen begrenzen. Außerdem, wir haben alle noch keine Erfahrung gemacht, was es bedeutet, einen konventionellen Krieg zu führen in Ländern, die von Atomkraftwerken durchsetzt sind. Da brauchen wir eigentlich gar keine Bomben dazu. Aber andererseits muss man dazu sagen, das, was das Wort begrenzen betrifft, ich glaube, es zu begrenzen, denn es ist ja immerhin vor 75 Jahren den Amerikanern schon geglückt, die zwei Städte auszusuchen in Japan, die noch niemals gebombt waren. Und ich muss sagen, ich habe die Amerikaner trotzdem jahrzehntelang sehr verehrt. Wenn ich als Präsident die Wahl hätte, ich verliere eine 250.000 Soldaten, wenn ich versuche, Tokio durch eine Invasion zu besetzen oder eine Bombe zu werfen, dann hätte ich auch die Bombe geworfen. Das ist, glaube ich, die Pflicht eines Staatsoberhauptes. Auf der anderen Seite muss man natürlich auch sehen, dass die Atombomben beides waren ja zwei unterschiedliche Bomben. Da wollte man auch probieren, was möglich ist. Also, ja, wie es gibt das berühmte Wort von Oppenheimer. Wir wollten, dass es geschah, ehe der Krieg vorüber war und keine Gelegenheit mehr dazu sein würde. Denn die Japaner haben sich ja Wochen vorher verzweifelt über den König von Schweden um eine Kapitulation bemüht. Die Amerikaner haben weggehört. Ja. Sie wollten erst die Bombe ausprobieren. Genau. Entsetzlich. Und damit sehen wir eben auch, welche militärisch-industrielle Macht dahinter damals schon steckt. Das war auch ein Exempel Richtung Russland. Der nächste Feind war ja schon in der Spur und der soll es bis heute so werden, es gäbe ihn nicht. Ja, das Ehepaar Rosenberg und dieser Londoner Fuchs hieß er, glaube ich, die haben wahrscheinlich den Dritten Weltkrieg verhindert durch Verrat. Ich möchte zum Schluss auf einen Brecht-Vierzeiler kommen, der in Ihrem Buch steht. Es geht um Karthago. Sie kennen ihn sicherlich auswendig. Was passiert, wenn wir hier nicht der NATO in den Arm fallen, wenn wir nicht aussteigen? So habe ich Sie verstanden. Wir müssen raus aus der NATO. Da führt kein Weg dran vorbei. Das große Karthago führte drei Kriege. Nach dem ersten war es noch mächtig. Nach dem zweiten noch bewohnbar. Nach dem dritten nicht mehr aufzufinden. Herr Hochruth, ich bedanke mich ganz herzlich für dieses Gespräch. Schönen Dank, Herr Jepsen. Das war eine weitere Ausgabe von KenFM im Gespräch. Unser Gast war Rolf Hochruth. Ich kann dieses Buch nur empfehlen, Ausstieg aus der NATO. Den Untertitel könnt ihr selber lesen. Mein Name ist Ken Jepsen und meine Zielgruppe bleibt der Mensch. Wir sehen uns am 10.06. in Rammstein. Mach dich verantwortlich. kenfm.de